Kennen Sie das auch? Marketingplan, Budget, Report, dazwischen irgendwo verteilt, Bilder, Videos und Textdateien für diverse Kampagnen. Im Marketing wird es schnell einmal unübersichtlich. Eine Schnittstelle zwischen zwei innovativen Softwarelösungen bringt wieder Ordnung und Leichtigkeit in Ihr Marketing und Ihre digitalen Medien. Holen Sie sich das Beste aus zwei Welten. MarMind, das Marketing-Power-Tool für die Planung, und Mars, das Digital Asset Management-System für die Content-Verwaltung. Von der Planung bis zur Distribution. Wir zeigen Ihnen, wie einfach es sein kann. Eines der wichtigsten Features von MarMind ist der interaktive Marketingplan. Er bietet einen Gesamtüberblick über alle geplanten Aktivitäten. Die Ansicht kann unterschiedlich angepasst werden. Gruppieren Sie zum Beispiel nach Kanälen. Mit einem Klick auf eine Maßnahme können Sie die Detailansicht öffnen. So sehen Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen. Zum Beispiel, wo und wann der Beitrag veröffentlicht wird. In der Übersicht sehen Sie, welche To-Dos, Mitteilungen und Media Assets der Maßnahme zugeordnet sind. Bilder, Videos und andere Dokumente sind direkt integriert. Kommunizieren Sie mit Hilfe von Erwähnungen mit allen Beteiligten, wie zum Beispiel Agenturen. Der Schieberegler erlaubt den direkten Vergleich zwischen zwei Versionen. Mit einem Klick geben Sie das Asset frei. Die Kampagne wird mit allen Merkmalen und Medien an Mars übergeben. Jede Änderung in MarMind ist auch direkt in Mars sichtbar. Nutzen Sie hier nun alle Vorteile eines echten Digital Asset Management. Zoomen Sie zum Beispiel in das Bild, um kleinste Details zu überprüfen. Ähnliche Medien werden automatisch miteinander verknüpft. Vordefinierte Formate helfen Ihnen dabei, den perfekten Zuschnitt zu kreieren. Teilen Sie den Download-Link mit anderen Benutzern oder auch mit externen, ohne Zugang zu Mars. Der Empfänger erhält das Bild in genau der gewünschten Qualität, nicht zu groß und nicht zu klein. In Mars verwalten Sie alle Arten von Medien, auch Videos. Ist eigentlich auch Videobearbeitung möglich? Ja klar. Fügen Sie zum Beispiel Kapitelmarker oder auch Untertitel in verschiedenen Sprachen zu Ihrem Video hinzu. Auch das Gestalten von Textboxen ist möglich. Vordefinierte Formatierungen beschränken die Kreativität Ihrer Kollegen dort, wo anderenorts das Corporate Design Desaster beginnt. Wo wollen Sie Ihr Video nun verwenden? In YouTube? Herunterladen, hochladen. Moment, warum nicht direkt aus Mars dorthin publizieren? Alle Informationen wie Titel, Beschreibung und Stichworte werden an den Zielkanal übergeben. Dort geben Sie das Video dann nur noch für die Öffentlichkeit frei. Wirklich kinderleicht. MarMind und Mars. Das Beste aus zwei Welten.